Ja, willkommen zum Panel auf der Berlin Music Week im Rahmen der VOT Nidays im Rahmen der Berlin Music Week. Panel Label 3.0. Und wir haben hier eine illustre Runde von Labelleuten zusammengestellt. Die erzählen euch jetzt erst einfach mal kurz, wer sie sind und was sie so machen. Und wir fangen am besten mit Andreas an. Moin. Ich sage Moin, weil ich aus Hamburg komme. Mein Name ist Andreas Gutjahr. Ich bin in Doppelfunktion hier. Zum einen hauptsächlich wahrscheinlich wegen Our Label Records, einem Mini-Label, sage ich immer, weil wir pro Jahr ungefähr eine Vinyl-Single rausbringen. Wahrscheinlich viel kleiner geht es wahrscheinlich gar nicht. Digital auch. Aber der Ansatz ist tatsächlich irgendwie diese ganze Heavy-Funk-Geschichte, so wie James Brown früher, so die Musikrichtung ist das. Die Bands, die das heutzutage noch machen, von denen es erstaunlich viele gibt und auch erstaunlich viele, die es echt gut machen, die nochmal rauszubringen. Das ist das eine, Our Label Records. Das zweite ist so der Marketing-Hut. Know Their Name, eine Agentur für Branding und Marketing, die sich zum Ziel setzt, Musiker und Marken so zusammenzubringen, dass es kein Sponsoring ist und kein Endorsement, sondern dass Sachen ermöglicht werden, die beiden Spaß machen und wo beide auch was von haben, und zwar nicht nur finanziell. Und die Auflagen deiner Singles sind? 500 Stück weltweit. Okay. Fritz. Hallo, ich bin der Fritz, ich komme aus dem Odenwald und bin sozusagen, ich würde mich als wie sagt man? Unternehmer einer Musikfirma bezeichnen. Wir haben, ich mache das mit meinen beiden Brüdern zusammen, dementsprechend ist auch unser Label sozusagen in fester Hand von Künstlern, meiner Brüder, und wir haben klassisches Label, Verlag, wir haben aber auch das ein bisschen über die 360 Grad weiter rausentwickelt und machen mittlerweile auch ein Festival, machen auch ein Festivalgetränk, machen auch ein Festivalkäse, sind aber ganz oldschool auch unterwegs mit Büro und angrenzenden Studios. Wir haben eine Musikschule, die wir betreiben, machen einmal im Jahr ein Music Camp, wo wir sozusagen auch mit Leuten, mit Jungen, mit sag ich mal, ja, ganz, ganz jungen Leuten, in Anführungszeichen, oder Anfängern, wenn man es so will, oder Halbprofis, wie auch immer man es nennen will, zusammen ein Musiccamp und machen sozusagen alles, was um Musik geht, und haben jetzt auch, weil jeder fragt, wie heißt das Label, das nennt sich Peripherik. Wir haben als Produzenten zum Beispiel jetzt den Schuko, der gerade das Crow-Album mitproduziert hat und die Single gemacht hat. Der Jules Kalmbacher ist bei uns, der das Xavier Naidoo-Album gerade geschrieben und produziert hat. Und wir haben auch eine Künstlerin, weil es geht ja immer so auch um Erfolge, ob auch Independent-Labels Erfolge auch hinbringen können. Wir haben eine Künstlerin, Ira May nennt die sich, die haben wir in der Schweiz veröffentlicht, weil die aus der Schweiz kommt. Und die ist da auf Nummer 1 eingestiegen, als wohl erste Künstlerin mit einem Debütalbum. Das Ganze, muss ich jetzt dazu sagen, das ist der Abschluss auch schon, das Ganze unabhängig, also wirklich independent. Wir machen komplett alles von A bis Z, über Cover, über Video, über die Musikproduktion, über die Aufnahmen. Ab und an mal geben wir noch jemand anderem das Ding zum Mastern oder zum Mischen. Aber ich sag mal, wir sind schon so unabhängig, dass wir mit wenig Leuten zusammenarbeiten. Haben aber einen Vertrieb natürlich und 2, 3 Partner. Ich bin Petra Husemann-Renner, ich bin die Geschäftsführerin von Motor Entertainment. Motor war mal ein Label bei der Universal, ist seit 10 Jahren selbstständig, hat ein klassisches Label mit Künstlern wie Peter Licht, Philipp Boer, Rainer von Vielen. Aber wir bieten immer mehr und mehr Dienstleistungen an. Also wir stellen unser Know-how und unser Wissen zur Verfügung und entwickeln gemeinsam mit den Künstlern Konzepte, um sie dann zu veröffentlichen. Das geht von klein bis groß. Es kann ein Jan Blomqvist sein, Young Chinese Dog, das sind jetzt Newcomer, die ich hier nenne. Es geht bis hin zu Marius Müller-Westernhagen, dessen Alpha-Tier wir dieses Jahr auch veröffentlicht haben. Und ich glaube auch, dass es, wenn man ein größeres Setup hat und eben nicht tatsächlich ein Produzenten- oder Musikerlabel ist, dass es die Zukunft sein wird, dass man mit Künstlern zusammen Dinge entwickelt und mehr Dienstleister, denn klassisches Label ist, das alles vorfinanziert, als Bank fungiert, um dann eine Platte rauszubringen. Und es macht, entwickelt sich bei uns sehr gut und es macht großen Spaß, und wir haben dann doch ein relativ kleines Team, 5 Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die teilweise aus der Industrie kommen und teilweise vorher bei Indie-Labels gearbeitet haben. Ja,
ich glaube, jetzt in diesem Kontext gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Wir machen natürlich auch noch andere Dinge, beraten, managen, sonst würden wir, glaube ich, nicht über die Runden kommen. Aber das hat jetzt mit Label 0.3 nicht so viel zu tun. Achso, 3.0, sorry. Macht nichts. 0.3 vielleicht für die Erlössituation oder so. Super. 0.3, sehr gut. Ich mach mal weiter. Mein Name ist Thorsten Lütz. Ich betreibe das Label Karaoke Kalk. Das gibt es seit 1997, ursprünglich in Köln gegründet, mittlerweile in Berlin seit 10 Jahren. Ich habe noch ein zweites Label, das nennt sich Kalk Pets, 2005 gegründet, habe noch einen kleinen Musikverlag und genau. Und ich bin wohl das, was man ein klassisches Plattenlabel nennt. So. Mit wie viel Veröffentlichungen mittlerweile? 81. Stolzer Katalog. Auf jeden Fall, ja. Okay, das heißt, mit der Runde, die wir so haben, wird schon deutlich, dass das alleinige klassische Plattenlabel kaum noch funktioniert. Jeder macht noch irgendwas drumherum, hat was dran gepackt, noch eine weitere Dienstleistung. Du noch am ehesten irgendwie das klassische Label. Wenn du das so anguckst über die Zeit, wo du dich gegründet hast und wo du jetzt bist, kommst du noch über die Runden? War das schon mal besser? Hat sich es dramatisch irgendwie verändert, wie wir alle immer lesen? Also der Tiefpunkt ist definitiv erreicht, schon seit längerer Zeit erreicht. Also seitdem ist es stabil und ich will mal so sagen, es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Veröffentlichungen, die funktionieren ziemlich gut, also jetzt in meinem Bereich ziemlich gut. Es gibt Veröffentlichungen, die erreichen nicht den Break-Even, machen aber trotzdem Spaß. Also ich verliere auch Geld, definitiv. Es gibt aber immer wieder Gelder durch meinen zweiten Job. Ich arbeite noch beim Mastering-Studio und durch den Verlag, die halt immer wieder auch Gelder reinspülen, die ich dann wieder herrlich fürs Label verprassen kann. Es ist so, dass ich bin schon Idealist und ich bin auch wahnsinnig oldschool, muss ich sagen. Also ich habe das Label gegründet aus einer Naivität heraus mit Freunden, die Musik gemacht haben, Schlafzimmerproduzenten waren, sogenannte. Und die wollten einfach raus und ich hatte einfach ein bisschen Geld damals und habe einfach losgelegt. Und so wie ich es damals mache, irgendwie mache ich es mit einigen Abstrichen eigentlich immer noch heute. Also eine persönliche Beziehung zu den Künstlern ist mir sehr, sehr wichtig. Eine enge Zusammenarbeit mit den Künstlern ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich sehe mich auch als ein bisschen mehr als jetzt nur ein Dienstleister. Ich bin natürlich ein Dienstleister, weil ich die ganzen Produktionsvorgänge abwickel und die Gelder reinschieße und Vorstrecke und so weiter und so fort. Aber aber eigentlich ist es eher so, also das, ja, so halt, was soll ich sagen? Das Label als Spielwiese. Ja, es ist halt irgendwie, ich habe halt das große Vergnügen, irgendwie die Musik, die mir persönlich am liebsten gefällt, einfach veröffentlichen zu können. Und das, vor allem das Privileg, dass es noch Leute gibt da draußen, die das auch kaufen. Also auf Vinyl und CD. Also ich bin schon natürlich auch weltweit vernetzt. Ich habe einen ziemlich guten Vertrieb, der dafür sorgt, dass die Dinge dann auch unter die Leute kommen. Und also es ist eine Spielwiese, klar. Aber es macht Spaß nach wie vor. Okay, und wir hatten gerade im Vorgespräch draußen im Garten kurz philosophiert, Dienstleistung oder ein bisschen mehr, nimmt man eigentlich alles? Und da die Frage an dich, Petra, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, wer zu euch darf oder nicht darf? Naja, erstmal kommen Leute und fragen an, ob wir das machen würden. Dann treffen wir uns in der Regel mit denen, hören uns die Musik an, ob wir überhaupt eine Idee dazu haben. Weil Dienstleister muss ja schließlich auch beraten und man muss gemeinschaftlich ein Konzept entwickeln. Was mache ich denn als erstes? Was braucht der Künstler? Und wenn man dann schon bemerkt, oh, die Vorstellungen gehen extrem auseinander und das gefällt uns nicht, dann macht man das auch nicht. Ein Dienstleister macht ja nicht alles. Das macht auch keine Werbeagentur. Das macht auch so, also es gibt, wir entscheiden immer, gefällt uns der Künstler, gefällt uns die Musik und ist auch ein Mitarbeiter dafür bereit, alles zu geben. Also wir haben 3 Produktmanager, die in dem Bereich Motorlabel Services, Rent-to-Record Company nennen wir das, arbeiten und in der Regel entsteht dann auch ein längerfristiger Kontakt zu den Künstlern. Also es ist nicht so, gib mir mal deinen Master, ach ja, das Artwork gefällt mir nicht, aber auch egal und dann veröffentlichen wir das mal und
schicken das einmal an die Presse raus. Also so funktioniert es nicht. Das kann auch nicht von Erfolg gekrönt sein. Und wir machen das jetzt schon ein bisschen länger und es entwickelt sich gut. Also es gibt eine gemeinschaftliche Basis und wir mögen die Sachen auch, die wir veröffentlichen. Fritz, wie ist das bei euch? Wie entscheidet ihr? Wer kommt zu euch? Was macht ihr? Weil du ja auch sagst, du bietest eigentlich ganz viel an Dienstleistungen über das eigene Label hinaus. Wie kommen die Künstler zu euch? Wie entscheidet ihr, mit wem ihr was macht? Also wir sehen uns natürlich, wir sehen uns so, Dienstleister klingt jetzt so ein bisschen kalt und kühl. Wir sehen uns eher so als der Partner, der für den Künstler sozusagen das ganze Organisatorische um die Musik drumherum, wie sagt man, abwickelt eher. Und die Künstler, an die kommen wir eigentlich immer aus dem Umfeld. Wir sind so, wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen, weil wir so gestartet sind. Wir sind drei Brüder und das heißt, das Ganze ist so ein bisschen sehr familiär. Das heißt, bei uns kann man zwar Sachen hinschicken als Label, aber wir haben bis jetzt, glaube ich, noch keinen aufgrund einer Bewerbung irgendwie genommen, sondern das muss sich aus dem Netzwerk, aus den Empfehlungen über Leute quasi zu uns so rankarren. Und wenn das dann irgendwann da ist und uns das gefällt, dann würden wir das machen. Wir machen ganz, ganz wenig. Wir sind jetzt nicht so das Label, was jede Woche irgendwie zwei Veröffentlichungen hat und nur auf Masse setzt und dann irgendwo mit ein paar Prozent Umsatzrendite dann zum Schluss überlebt, sondern wir machen ganz, ganz wenig und investieren für diese Künstler dann meistens ganz, ganz viel. Und so dass wir, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, so dass wir mindestens dreimal im Jahr eigentlich immer pleite sind, weil wir immer dreimal im Jahr all in gehen bei irgendwelchen Sachen, Projekten, die wir machen, so wie jetzt auch bei der Künstlerin, da haben wir es an andere Labels geschickt, weil wir dachten, wow, das ist so tolle Musik, da wissen wir nicht, ob wir gut genug sind, das rauszubringen. Wir haben es produziert und alles und dachten, vielleicht schadet es nicht, wenn jemand anderes das macht und macht das toller und besser. Und dann haben wir es ein paar gegeben und die sagen so, ja, ist alles ganz okay, also was man so von Labels hört. Und dann haben wir gesagt, okay, das nervt uns so extrem, weil wir sogar haben halt einfach alles, was wir hatten, investiert da rein. Und jetzt ist es gerade so, dass es wieder zurückkommt. Also dass mehr zurückgekommen ist, als wir reingesteckt haben. Aber so, und es muss natürlich auch extrem wichtig, dass die Künstler, dass die persönlich was haben. Also jetzt zum Beispiel bei Ira May, Iris heißt sie mit normalen Namen, da haben wir gesagt, komm erstmal aus der Schweiz hergefahren und dann gucken wir erstmal und dann ist sie bei uns so ein paar Tage rumgelaufen und dann haben wir mal gesagt, schreib mal alleine, mach mal da, guck mal. Und dann haben wir erst gemerkt, okay, die ist irgendwie interessant von der Person und dann haben wir gestartet, mit ihr zu arbeiten. Aber bevor wir wussten, was rauskommt, haben wir schon gesagt, wir machen das. Okay. Also das ist schon so ein bisschen sehr risikohaft, in dem Fall ist es gut gegangen, ja. Mal sehen, ob es die nächsten Male gut geht. Dann Andreas, ich meine, die Singles, auch das ist dann einfach die Frage, wie kommt dann die Musik zu dir und wie entscheidest du, was du da machst? Ich meine, wenn es um Funk-Singles geht, woher wissen die das, dass es dich gibt und wie finden die dich, wenn du dann doch eigentlich ein eher kleines Label bist? Ja, also ich meine, wir haben so den Sonderbereich, aber vielleicht sind wir sogar auf dem ganz... wirklich auf dem Level, wo viele Indie-Labels vielleicht auch anfangen. Einfach die Liebe zu einer bestimmten Musik oder die eigene Musik, die man hoffentlich auch mag. Ne? Und bei uns ist es tatsächlich so, weil wir so in dieser Nische sind, ist es inzwischen so, dass wir Musik zugeschickt bekommen, wie andere Labels auch. Und es wundert mich dann immer, oder ich bin enttäuscht, wenn ich irgendwie von einer Thrash-Metal-Band Musik bekomme, wenn jeder, der auf unsere Website geht, ganz klar erkennen kann, welche Musik wir machen und welche nicht. Aber es sind tatsächlich auch manchmal übers Netzwerk, wo vor kurzem habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der sagte, hey, ihr habt diese eine Single rausgebracht und da war ich der Saxophonist und jetzt habe ich meine eigene Geschichte und so. Also so über dieses Netzwerk, aber manchmal auch völlig aus dem Blauen. Und es gibt so ein paar Bands in unserem Bereich, die sind bekannt und die sind groß. Ab und zu kommt dann ein Künstler aus der Schweiz zum Beispiel, der sagt, hey, ich finde das super, was ihr macht, hier ist mal was ich gemacht habe. Und uns fallen die Ohren ab, weil das jemand ist, den findet man auch im Internet nicht wirklich. Und dann ist man bei Facebook einer seiner 300 Freunde, ja, also ist auch nicht so. Und dann postet er die ganze Zeit, welchen neuen Amp er sich gekauft hat und welche Gitarre er irgendwie umgebaut hat, damit die so klingt wie eine Hammond-Orgel oder so. Also es gibt diese Leute da draußen. Und unser Anspruch ist dann halt zu sagen, wir finden die Sachen. Also ich mache das mit meinem Bruder zusammen, der halt in dem Bereich DJ ist und viel in London und Lissabon und in Deutschland irgendwie diese Funk-Geschichte und 50er Rockabilly auflegt. Und der sagt halt so, es gibt diese Tracks, die einfach tanzbar sind, die halt nicht von 1990
69 sind. Und wenn wir dann so jemanden wie aus der Schweiz hören, dann wissen wir, dass das wird funktionieren, auf der Tanzfläche zumindest. Das wird vielleicht kein Hit, weil das nicht Pop ist. So, was ich meine ist, also das funktioniert, glaube ich, noch ganz klassisch, ja, dass man so in seiner Szene irgendwie rumdümpelt und die Leute, die so diese auch in dieser Szene sind, weil sie da Musik machen, die kriegen einen dann schon mit und schicken einem dann mal was. Und das ist, glaube ich, so dieser, und da würde ich das unterscheiden, dieser Anfangsbereich. Ich glaube, so dieser Schweizer Sir Ali Bengali, ich glaube, wenn der zu euch kommen würde, das wäre ganz schwierig, weil der halt eigentlich bei Null anfängt. Da kann die Musik super sein, aber der braucht irgendeine Möglichkeit, das zu finanzieren. Ja? Und Crowdfunding geht irgendwie auch nicht, wenn der 300 Fans hat, gefühlt, und nicht viel live spielt oder so. Also das ist, glaube ich, dann so eine, und den Anspruch haben wir aber auch nicht, sondern wir sagen, wir finden das geil, wir machen mal eine Single, und für diese Bands ist es dann oft so, dass der erste Schritt, weil sie dann sagen können, wir haben bei Our Label Records haben wir eine Single. Ja, da gibt es nicht viele, es gibt nur 10 und wir sind eine davon. Also so eine, ja, ich weiß, ihr lacht, aber guckt es euch an, so ist es. Und ich glaube, so auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist wirklich der Bereich, der dann wirklich kippt, und ich glaube, da ist euer Konzept, macht da viel Sinn, ist diese, ich bin ein etablierter Künstler, ich bin auf einem bestimmten Weg, und ich weiß auch schon, welchen Teil ich erfüllen muss und welche, ne, also wie ich in diesem Spiel mitspiele. Richtig, also hier hieß es jetzt immer, Dienstleistung habe ich selber ins Spiel gebracht, aber vielleicht nennt man es Empowering. Also ja. man hat ein Level erreicht, wo man sagt, okay, ich kann rausgehen, ich habe 10.000 Facebook-Fans, ich habe schon war schon zweimal auf Tour und habe in kleinen Clubs gespielt, das hat mein Drummer organisiert. So, und jetzt muss ich aber ein Level haben, wo es ein bisschen weitergeht. Ich brauche eine Plattenveröffentlichung, ich brauche vielleicht mal einen professionellen Booker, da kommen wir dann tatsächlich ins Spiel. Und das ist dann auch ein Level, wo man sich natürlich als derjenige, der sich als Dienstleister hinstellt, das ist dann vielleicht ein bisschen anders bei uns, behilflich ist, wie kann man das Ganze finanzieren. Ne? Also es gibt durchaus Fördergelder, es gibt bei Established Bands, die unterwegs sind, tatsächlich auch Vertriebe, die bereit sind, Vorschüsse zu geben. Es gibt Förderprogramme vom Berlin Music Board, das heißt Sprungbrett, das ist auch so ein erster Step. Ne? Deine Single wäre dann jetzt... wie bei uns, Sons of Time haben wir letztes Jahr veröffentlicht, war ein erster Step, war eine EP, ist über Fördergelder finanziert worden. Also da gehen wir natürlich auch mit rein, weil die Sachen, die wir machen, die mögen wir schon. Ne? Also so kalt, wie sich das da gerade also dargestellt hat, ist es nicht. Ne? Nee, aber ihr seid da, also im Vergleich zu Our Label, seid ihr natürlich viel mehr auf der Business-Side. Die Business-Side bei mir ist... kann ich vergessen, ich habe 2 Kinder, die brauchen Schuhe, das schaffe ich nicht mit 500 Singles im Jahr, ne? Also und 17 Daumen. Achso, ich habe bei YouTube und Spotify in der letzten Abrechnung, ich glaube, es ist ein Monat gewesen, immerhin 1166 Streams gehabt für diverse Songs und habe 2 Euro verdient. Aber das ist eine andere Debatte. Nein, ich glaube, und diese Geldfrage, ich glaube, ist auch ganz wichtig, weil das ist ja der zweite Hut, den ich aufhab. Glücklicherweise ist dieses ganze Endorsement-Ding durch. Ich gebe dir 5.000 Euro und dann stellst du dich vor die Kamera und sagst, mein Turnschuh ist super. Das gibt's noch, aber ich glaube, das wird nicht mehr lange so gut gehen. Ich glaube, was aber sehr gut funktionieren wird, ist, wenn dann andere Geldgeber kommen, wie zum Beispiel Marken, und sagen, was ich brauche, ist irgendwas Besonderes, was Neues, was nicht nur ist, du findest, also ja, Helene Fischer und Mägle Kräuterbutter, da ist die Musik, spielt da keine Rolle mehr, sondern eine Sache, die... Also Converse Rubber Tracks ist so mein Lieblingsbeispiel. Da gibt es diese Marke, die sagt, guck mal, alle Punker haben irgendwie diese Converse angehabt. Ist das in der Converse? Sind keine Converse. Ah, Mist. Sorry. Und die haben uns als Schuhmarke groß gemacht und jetzt wollen wir was zurückgeben. Und jetzt gibt es ein Studio und da können sich alle bewerben und die gehen da rein und können ihre Songs aufnehmen und das kostet null. Und wir wollen auch keine Rechte und kein Publishing, wir wollen das alles nicht, sondern wir geben was zurück an die. Und natürlich hat das nichts mit Marketing zu tun, außer dass das natürlich Marketing pur ist. Aber das finde ich, das ist, glaube ich, so, das ist so die Richtung, wo ich glaube, davon wird es noch viel mehr geben, wo man mit einer Marke spricht und sagen kann, wir wollen irgendwas machen, was für uns als Label oder als Künstler zu teuer wäre und deswegen keinen Sinn macht. Und wir finanzieren aber diese Aktion. Und dann kriegst du auf einmal Reichweite und dann findet das dein Booker super und dann findet das auch dein Promomensch super, weil er weiß, die Band funktioniert schon oder die ist aber schon... Sorry, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Es wird meiner Meinung nach keine Marke geben, die aus Jux und Dollerei und aus Altruismus irgendjemanden unterstützt. Nee, natürlich nicht. Aber das macht ja auch nichts. Also ich meine, so ein, also
Man muss da ganz genau überlegen, was man macht. Also, genau, aber es wird auch keine Marke geben, die einen Friseursalon unterstützt. Ja? Also so die Künstler, wenn ich Friseur werden will, dann muss ich auch selber was machen. Also dann kann ich, ne, Papa richtet mir vielleicht noch den Laden ein, aber dann muss ich auch irgendwie aktiv werden. Da kann ich auch nicht auf Fördergelder beharren. Ich glaube, der wichtige Punkt ist die Authentizität. Zu sagen, wenn ich mich verkaufen will, dann habe ich ein Problem. Also wenn ich... S. Oliver hat gefeiert, dass sie 555.500 Facebook-Fans haben und haben irgendwie eine Brassband durch den Laden laufen lassen und haben das gefilmt und haben 163.000 Views auf YouTube. Ist alles super für die Marke und die Fans fanden das zum Kotzen, weil die gesagt haben, was soll denn das? Wo ist denn da irgendwie die Verbindung? Da macht es dann schon mehr Sinn, wenn ein Paco Rabanne einem Künstler irgendwie eine kleine Kamera hier oben anbaut und dieser Künstler kann halt diesen Blickwinkel von der Bühne transportieren, das würde der selber ja nie finanzieren. Okay, das führt jetzt ein bisschen von unserem Urthema weg, weil wir sind hier immer noch bei einem Label-Panel. Also Darf ich kurz versuchen, die Brücke zu schließen? Bitte. Ich glaube nämlich, dass das Indie-Label nach wie vor ganz wichtig ist. Ich glaube, was das Indie-Label macht oder wie man es auch nachher dann nennt, ja, die Indie-Musikfirma oder so, ist genau dieses Dienstleistung, diesen wirtschaftlichen Aspekt machen und die neuen Künstler finden und so weiter. Und ich glaube, die Geldgeschichte, die ist anders. Ja? So, das wäre so die Brücke zu sagen, da kommt vielleicht was von der Marke und vom Sync und vom wo auch immer. Also das ist vielleicht... eine gute Überleitung, Thorsten. Also wenn du dir anguckst, wo das Geld hergekommen ist, also früher hast du natürlich irgendwie CD und Vinyl verkauft, irgendwie jetzt hast du auch gesagt im Vorgespräch, du musst eigentlich auch irgendwie mit deiner Verlagsedition, du musst es im Grunde genommen machen, weil du willst ja auch irgendwie klarkommen. Also merkst du so über die Jahre natürlich, irgendwie ursprünglich war es mal der pure Verkauf von Tonträgern. Wie bist du digital aufgestellt? Machst du da irgendwas? Merkst du, dass da irgendwas kommt oder kommt da gar nichts? Na gut, also ich mache nach wie vor immer noch CD und Vinyl, also vorzugsweise Vinyl. Es ist natürlich so, dass ich erklärenderweise dazu sagen muss, dass ich neben der Labelarbeit immer schon einen zweiten Job nebenher hatte. Also das Label an sich hat sich getragen. Und jetzt auch über die ganzen Jahre gab es halt, es gab bessere Zeiten, schlechtere Zeiten, aber es war immer ein Zweitjob da, womit ich halt jetzt finanziell nicht 100% vom Label abhängig war, weil das hätte auch nicht funktioniert. Ich habe auch zwei Kinder und das haut nicht hin. Und dann geht's dir gut, oder? Nee, aber was ich sagen will, digital bin ich natürlich auch aufgestellt, das habe ich aber ganz schnell komplett aus der Hand gegeben, weil es mich, ganz ehrlich, es interessiert mich nicht. Also so diese digitale Verwertung interessiert mich nicht, ich bin super froh, das macht mein Vertrieb, die machen das, weil als ich das Label gegründet habe, war meine Intention nicht, plötzlich anzufangen, irgendwelche Excel-Tabellen nach 0,001 Cent-Beträgen durchzusuchen, um jetzt zu gucken, dass ich am Ende 7,47 Euro verdiene. Das war nie meine Intention, nie meine Absicht. Das ist kein Interesse vorhanden. Deswegen bin ich ganz froh, dass das nicht, also dass das einfach andere Leute für mich machen. Und natürlich dann auch für den Künstler machen. Und, aber wir sind da natürlich komplett auch präsent. Also ob das jetzt Spotify, wie die da alle heißen und so weiter. Das ist, die Musik ist da natürlich also erhältlich. Man kann es sich anhören. Und ich wüsste auch jetzt keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte, weil es ist halt einfach eine Realität, eine Tatsache, irgendwie, dass Leute, Menschen Musik so hören. Absolut zu Recht. Und meine ist es nicht, aber... Ja, aber es wird natürlich trotzdem von mir halt auch genutzt, auf jeden Fall. Lass uns ruhig hier gerade noch kurze weitere Frage. Wie ist das so mit Verlag? Kommt da irgendwie, hat sich das über die Jahre verändert? Kommt da mal ein bisschen mehr, da kommt ein bisschen weniger? Ist das gleich geblieben oder kriegst du irgendwie mit Sync irgendwie mal was hin? Naja, also es gibt natürlich schon so ein, zwei, drei Partner, mit denen ich zusammenarbeite, denen ich auch regelmäßig meinen Katalog zur Verfügung stelle. Die Erfolgserlebnisse diesbezüglich kann ich an einem Finger abzählen, glaube ich. Am Ende, wenn ein Sync-Deal zustande gekommen ist, ist es tatsächlich aus irgendwelchen Zufällen heraus. Also es war jetzt nie so, dass...
dass ich jetzt einem Kollegen Musik gegeben habe, der hat das weitergegeben und dann wurde da irgendwie so für irgendeinen Werbespot benutzt oder was auch immer, sondern die Synth-Deals, die zustande gekommen sind, sind eigentlich, da sitzt ein Cutter, ja, der muss die Musik unterlegen und der findet irgendwie gerade die Platte, die zufälligerweise auf meinem Label erschien, findet er, passt super irgendwie und dann kommen so irgendwie eher die Anfragen zustande. Und, aber natürlich irgendwie müssen die Leute erstmal auf die Musik kommen und die kommen natürlich auf die Musik, weil sie irgendwann mal veröffentlicht worden ist. Und ja, und so halt. Aber das waren im Grunde genommen, ich habe das immer so ein bisschen so, das ist immer so ein bisschen Lotto, finde ich. Also so diese ganzen Sync-Deals habe ich immer so empfunden, dass das immer... Ja, also bei uns ist das zum Beispiel ganz anders. Wir setzen da total drauf und das... klappt auch, wir haben ganz vielen Filmmusik drin. Wir haben zum Beispiel auch von jetzt auch so Kinder-Jugendfilme, zum Beispiel bei Vicky haben wir dann den Titelsong gemacht zusammen mit Nena und haben jetzt gerade bei dem Film, der jetzt rauskommt, Hin und Weg Sachen gekoppelt, auch von in Anführungsstrichen zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Künstlern oder generell unbekannten. Das heißt, für uns ist es eine extrem wichtige Einnahmequelle, das ganze Verlagsding, weil aber wir unterscheiden auch nicht zwischen Label und Verlag so extrem. Das heißt, für mich sind halt so Label, also wenn man so Label 1.0 oder vielleicht anderthalb Punkt rechnet so, dann ist das für mich so, weil ja, die halt irgendwas nehmen, denken, da ist ein Markt, dann Platten herstellen und sie ins CD-Laden reinstellen und es wird sich schon irgendwie verkaufen. Das ist für mich so das Standard-Label. Die ganz Oldschool-Label ist für mich so, die haben wirklich noch Musik produziert. Da war dann der Tonträger nur das Vehikel hinzubringen. Die haben wirklich Aufnahmen gemacht, die haben ein Studio gehabt, die haben Leute da reingeschickt, haben Künstler zusammengebracht. Das ist für mich das Oldschool-Label und das 3.0er-Label, wenn wir jetzt, dass man mal so aufs Thema dann so ein bisschen zurückkommt, ist für mich halt genau gucken, also ein bisschen Oldschool sein, wieder Studio, Künstler zusammenbringen, das neu machen und dann halt genau gucken, wo kommt die Kohle her, weil sie ja nicht mehr über den Plattenverkauf so kommt. Und digital ist, kommt noch ein bisschen was über iTunes und sowas, deswegen haben wir extrem geguckt drauf, dass die Künstler dann auch Filme machen, zum Beispiel jetzt gibt neue, weiß nicht, wie der heißt, Männerherzen oder sowas, soll es einen Film geben nächstes Jahr, da macht dann zum Beispiel auch der eine Produzent von uns den Soundtrack zusammen, natürlich mit jemand anderem. Und da sind wir extrem am gucken, weil das einfach für Künstler, sag ich mal, bares Geld ist und ich sag mal, wenn die da Jobs kriegen und haben, dann das kann man auch mehr in Marketing für Platten investieren. Ist schon klar, stimme ich dir natürlich zu, aber du hast wahrscheinlich eine völlig andere Künstlerschaft als ich. Also die Namen, die ich jetzt so rausgehört habe, ja, da bewege ich mich irgendwie in einem völlig anderen, wenn ich in einer anderen Welt. Wenn ich mich, also ich glaube, das stimmt und bei uns ist es halt so in der Mitte, ne, weil wir nichts mit dem Produzenten von Crow oder dergleichen zu tun haben, also nichts, was gerade so groß ist, sondern eher die etwas abgestandenen Leute. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich aber auch jemanden bei uns sitzen, der halt regelmäßig auch unsere Sync-Kontakte pflegt, ob es nun Film oder Werbung ist und immer rausgeht mit den neuen Themen. Also wenn dann, wenn dann die neue Jan Blomqvist da ist, dann geht die raus und wenn die Seligen eine neue Aufnahme von Ohne Dich gemacht haben für ihr Best Of mit Orchester, dann wird das rausgeschickt und versucht im Film oder in der Werbung zu platzieren. Und das funktioniert auch sehr gut. Also wir haben einen Newcomer-Act aus Österreich, Moonlight Breakfast, und die Musik ist im Audi-Spot im aktuellen drin. Das, was bei uns als Label dann aber hängen bleibt, ist nicht so wahnsinnig viel, aber für die Künstler ist das wunderbar. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo man reinvestieren kann, dann wieder in Promotion und was ist der nächste Step? Also das ist tatsächlich das, was ein Label-Service anbieten kann in unserer Größenordnung. Es gibt natürlich auch Label-Services, die arbeiten international, wie Red bei, ich glaube, Red ist Sony. Dann gibt es hier in Deutschland sitzend BMG Rights, kennt ihr sicherlich alle. Da läuft es ein bisschen anders. Das ist so großes Scale und die nehmen dann tatsächlich im Unterschied zu uns den Künstlern auch gleich sämtliche Rechte ab. Also Verlag ist automatisch da, sonst passiert da nichts. Also es ist ein anderes Level, ob ich sage, ich arbeite und mache... Aber eine Frage, als Dienstleister nehmt ihr nicht die Rechte von den... Na, wir lassen uns natürlich bezahlen, wir bekommen Override, nicht? Aber der Vergleich ist, wenn, wenn jemand bei Major ist, also ich mache auch Management, habe auch Major-Bands, dann gebe ich auf jeden Fall mindestens 80% meines Turnovers ab. Korrekt. Aber so die typischen und Rechte am Band, an der Aufnahme... Bleiben beim Künstler. Er beauftragt uns und er zahlt uns dafür zwischen 16% und 20%, kommt auf den Künstler an. Okay. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied zwischen... Totaler Unterschied. ...dem, was, sag ich mal, ihr jetzt macht oder das, was wir machen, weil bei uns sind dann auch schon Rechte, die wir ja mit zusammen schaffen und zusammen hoffentlich dann auch profitabel machen.
Ja, ihr seid quasi ein Produzenten-Musiker-Label, wie, was weiß ich, 3P früher mal. Ja, wir nennen uns, wir sagen ja, wir sind so Selbstvermarkter halt. Aber, deswegen, ja? Aber das liegt daran, dass wir aus dem Odenwald kommen und da mussten die Bauern auch immer auf den Markt fahren, ihre Äpfel verkaufen. Deswegen machen wir das so oldschool-mäßig wahrscheinlich auch. Du, ich glaube, es kommt immer darauf an, aus welcher Ecke man kommt. Ne? Also ich komme halt aus so einer klassischen Label-Ecke, mal angefangen mit Progressive Music, mit Herrn Boer, Element of Crime und solchen Leuten, wo man damals meinte, die kann man alle nicht verkaufen. Uns hat Spaß gemacht, sie zu verkaufen. Wenn ich jetzt mal aus der Perspektive eines Musikers denken würde, kurz, es fällt mir schwer, weil ich keiner bin, und ich würde jetzt, wo du das Mikro gerade hast noch, Petra, ich würde irgendwie zu euch kommen und wir hätten unser Erstgespräch und ihr wärt interessiert. Und dann könnte ich sozusagen ankreuzen, welche Dienstleistungen ich so katalogmäßig, das bitte macht für mich, das macht für mich, das will ich selber, macht ihr bitte das für mich. Also das könnte ich sozusagen mit euch ausdealen. Ja, das kannst du mit uns ausdealen. Also nicht hier Multiple Choice, weil es muss dann ja auch irgendwann Sinn machen, weil wenn jemand zu mir sagt, mach mal für mich nur die Administration, ne? Produzenten abrechnen, Vertrieb kontrollieren und so weiter, dann würde ich auch sagen, ach weißt du, das macht keinen Sinn, das ist nicht unser Businessmodell. Ganz kurz, wenn du, und das ist glaube ich der Unterschied auch zum Label, modernes Label, wenn du als Künstler heute hinkommen soll, gehst oder hinkommst irgendwo, solltest du nicht sagen, ja, ich will mit euch machen, egal was, ich unterschreibe alles, sondern ich glaube dieses Verhandeln und zu sagen, das möchte ich mit euch machen und das nicht und da will ich mehr von den Rechten haben und da nicht und das bringe ich vielleicht mit und das brauche ich von euch, das sollte jeder Künstler erstmal machen und das ist bei uns auch nichts anderes. Also wir hätten, wenn wir... Wir gucken da auch immer, was brauchen wir als Label und was braucht auch der Künstler, dass er auch zum Schluss überleben kann, weil es bringt auch nichts, wenn so dieses Label-Ding, so, da kann man hingehen und nicht verhandeln, das ist, glaube ich, die Zeit ist hoffentlich vorbei und die Künstler sollten auch daran setzen, sozusagen immer zu verhandeln oder immer zu sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und wenn dann ein Label sagt, das finden wir scheiße, es läuft nur nach unseren Bestimmungen, dann muss ich sagen, ist das Label oldschool. 0,5 Punkt. Sorry, nicht du. Nein, ich wollte ihn. Kannst mich angucken. Ja, okay, ich gucke dich an. Dann ist es, Oldschool. Sorry, aber du guckst mir halt so schön die Augen. Nee, dann ist das Label Oldschool und das glaube ich ist einfach ein Unterschied, wo Labels sich bewegen müssen und einfach merken müssen, es geht da um den Künstler und deswegen sehen wir uns auch wieder mal als bisschen als Dienstleister. Der Künstler ist wichtig und für unterschiedliche Künstler gibt es unterschiedliche Deals, unterschiedliche Art und Weisen, wie man mit dem was macht. Das, glaube ich, ist sowas, was ein neues oder ein modernes Label verstehen sollte, dass es nicht so dieses Gefühl ist, geht man hin und dann friss oder stirb und man wird abgezogen oder man denkt, dass man abgezogen wird. Also da kann ich nur, also ich handhabe das genau, also vielleicht bin ich da sogar vielleicht noch ein bisschen extremer, weil das Label, was ich betreibe, ist, würde ich mal sagen, komplett künstlerbestimmt. Also der Künstler kommt mit seinem Album, viele Künstler, die erfahrener sind, die sagen, das sind die Tracks, irgendwie nimmst, lass, da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren oder so, sondern nimm das oder, ne? Oder es gibt dann Künstler, mit denen man das noch, die vielleicht auch mehr Tracks zur Auswahl stellen, wo man noch eine Selektion treffen kann und so weiter und so fort, aber auch bis hin zum Artwork und so weiter, also ich rede denen da in keinster Weise rein und das ist halt alles, wenn die eine Vorstellung davon haben, also ich trete erst dann in Aktion, wenn ich merke, okay, der weiß eigentlich selber noch nicht, wie es aussehen soll oder so. Und dann gebe ich halt eine Hilfestellung und dann spricht man und dann berät man. Aber im Grunde genommen ist also Kalk auf jeden Fall absolut künstlerbestimmtes Label und das ist auch wichtig, finde ich auch. Also, so sollte es sein. Aber sind das nicht, also ich glaube, da ist auch wieder so diese, ne, die Indie-Labels, die das halt irgendwie machen mit den Künstlern zusammen und die glauben an die Kunst irgendwie. Ich sehe Gregor im Publikum, ist so mein Paradebeispiel, immer der sich aufgibt für sein Label-Artwork und so weiter und dem, er würde gerne auch mal Radioplay haben, aber das klappt halt nicht, weil diese Musik keiner spielen will oder so. Mit Verlaub, es gibt auch Musik, die Radio spielen, so meine ich das nicht. Aber so jemand, der sagt, ich mache das mit den Künstlern für das Kunstprojekt und dann gibt es halt auf der anderen Ecke natürlich die Labels, die sagen so, wir verkaufen das wie Zahnpasta und ne, Zahnpasta finde ich auch super, benutze ich jeden Tag, da gibt es auch eine Berechtigung für, aber da geht es halt dann irgendwie nur um die große Zahl, große Kohle und das ist, was wir machen und so. Und der Mittelbereich, das ist wahrscheinlich so der am meisten von diesem Umbruch beeinflusst ist, wenn ich also ein kleines Label bin und versuche und fange dann an, Kompromisse zu machen, weil ich dann doch irgendwie mal in die Charts will, aber eigentlich bin ich noch Indie und dann wird das so ein komisches Hybrid und ich glaube, das klappt dann nicht mehr, weil man dem Künstler nicht mehr gerecht wird, ne? Nische oder Mainstream, genau. Ja, aber das hat sich ja spätestens irgendwie nach den Erfolgen von Adele sowieso komplett
Das ist irrelevant geworden. Also jeder unabhängig Vertriebene und auf einem unabhängigen Label Künstler kann weltweit irgendwie die Nummer eins sein. Also das ist ja mittlerweile irgendwie vollkommen klar. Ja, ja, genau. Aber das halt auf Basis der Kunst letztlich. Ja, ne? Und also ich kenne den Adele-Case, ich war nicht dabei, aber meine Vermutung ist, das war schon ein Kunstobjekt und nicht so ein, pass auf, wir haben ja auch ein paar Lieder und singen die mal schön und dann bringen wir dich groß raus. Sondern das war ja genau dieser klassische Weg, oder? Den man sich so wünscht, wenn man sagt, so, ich habe hier ein wirklich gutes Produkt und jetzt wir als Label ziehen unsere Promo-Dinger und machen unseren Job und dann hoffentlich geht das Ding durch die Decke. Ja. Was wir jetzt schon ein paar Mal so kurz angesprochen haben, Abrechnung, du hast gesagt, du gibst einen Teil davon weg. Ich gehe ja davon aus, ihr habt alle mitgekriegt, es gab diese internationale Aktion, diese Fair Digital Rights Initiative, wo sich alle Label verpflichtet haben, transparent und offen gegenüber ihren Künstlern abzurechnen. Ich gehe auch davon aus, ihr habt das alle mit unterschrieben, oder? Frage ich jetzt einmal so durch. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Okay, es ist nicht mehr so ultra viel Zeit und ich würde eigentlich ganz gerne noch ein bisschen Leben hier reinbringen, indem ich das Publikum einbeziehe. Vielleicht hat ja irgendjemand hier mal eine Frage an einen auf dem Podium, dann würde ich jetzt gerne eigentlich euch einbeziehen. Wir haben hier jetzt ganz viele verschiedene Facetten, wir haben mal so ein paar Sachen angesprochen und vielleicht, bevor wir hier ein Schlusswort, eine Schlussrunde machen, hat irgendeiner von euch an irgendjemanden hier eine Frage? Dann bitte mal kurz Hand hoch. Ah. Hallo, ich würde gerne die Frage in die Runde stellen, wie wichtig das Thema Crowdfunding eigentlich wird für die Finanzierung, weil es gibt staatliche Förderung, bla bla bla, wir sind alle am Ende, kriegen wir die Kohle eh nicht. Also wie arbeitet ihr denn daran? Weil das wäre für mich eigentlich eher der Gedanke 3.0, externe Freunde finden, Vorverkäufer oder Entwickler. Also magst du noch kurz sagen, wer du bist? Volker Zanetti von Kindheit Projects. Ah, möchte jemand? Ja, also wir haben mit Crowdfunding Erfahrung. Max Giesinger wurde crowdgefundet und The Bianca Story auch. Das sind zwei Bands von uns. Bei The Bianca Story war es so, die hatten nicht diese 100.000 Freunde auf Facebook, sodass man dachte, ach, das wird schon funktionieren. Da musste man sich eine Idee ausdenken. Es war sehr kreativ mit den Künstlern. Slogan war, wir befreien die Musik und man hat sich durch einen Berg mit Spenden gekämpft. Und konnte natürlich viele Dinge einkaufen, wie ein privates Konzert, eine Wanderung auf das Matterhorn. Das spielt nur, kann eine Rolle spielen. Man muss natürlich eine wirklich gute Idee haben. Oder aber eine Fanbasis, die sagt, na, ich finde das toll, wenn meine Band das macht. Ich kann mir die CD jetzt auch schon vorher kaufen, bevor sie denn wirklich produziert ist. Für einen echten Newcomer, glaube ich, wird das schwierig, weil das kann dann ja nur tatsächlich sein Freundeskreis sein und die Oma und die Tante. Aber wer weiß, es wird definitiv meiner Meinung nach nicht das Normale sein. Die Hauptfinanzierung kann es nicht ersetzen. Ich glaube auch, das ist ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass Crowdfunding nur funktioniert, wenn man schon eine Fangemeinde hat. Es ist nicht so, dass man sich auf Startnext oder Pledge Music oder so hinstellt und sagt, so jetzt mein Profil ist da und ich habe auch ein hübsches Video gemacht und dann lass sie alle mal kommen. Sondern Crowdfunding ist nur ein Weg, die Fans dann auch, den Fans zu ermöglichen, zu finanzieren, wenn sie das dann möchten. Und dann ist natürlich so eine Idee, glaube ich, ganz wichtig. Und irgendjemand hat mal, das fand ich ganz wichtig, gesagt auf dem Panel, ich weiß nicht mehr, was es war, aber man unterstützt auch immer die Person, und gar nicht unbedingt das Projekt. Also die 8 Euro für so einen Download sind Wurst. Ja? Aber ich lasse meinen Hund waschen von den Jungs von Stiller oder so. Das ist irgendwie eine andere Geschichte. Dann finde ich es halt cool, dann kriege ich auch noch was Witziges. Aber eigentlich unterstütze ich halt die Person. Und diese Amanda Palmer-Geschichte ist ja ganz groß geworden. Wie viele Millionen sie da eingesammelt hat. Ja, aber die hat auch auf der Couch von ihren Fans geschlafen. Also die hatte schon diese ganz enge Beziehung. Insofern... Thorsten will nicht. Also Crowdfunding hört sich jetzt so irgendwie so neu und toll und so, das ist das neue Mittel, aber wir machen jetzt zum Beispiel auch ein Musikfestival und da heißt es nicht Crowdfunding, sondern da heißt es halt Vorverkauf. Und wir machen halt, bringen CDs raus und da heißt es halt, wir bringen erstmal eine Single raus, wir verschenken erstmal das Internet und dann gibt es auch einen Vorverkauf. Also von daher ist so,
wenn Crowdfunding ist für mich, gibt es ja zum Beispiel im Energiebereich, gibt es Crowdfunding-Sachen, da investieren wirklich Leute in Projekte, weil sie an die Wirtschaftlichkeit und an was weiß ich was glauben. Ja? Und bei Musik ist es so ein bisschen so, dass es die Fans, die eine Platte kaufen würde, die kriege ich halt nur dazu, sie quasi 3 Monate vorher zu kaufen. Und das ist für mich so ein bisschen, und wenn ich ein gutes Marketing mache, dann habe ich auch Vorbestellungen, dann habe ich auch Aufmerksamkeit etc. Ich finde halt Crowdfunding so, ich tue mir noch ein bisschen schwer, ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, weil ich es auch manchmal so ein bisschen entmystifizierend finde, weil manche Künstler dann sagen, ja, dann spiele ich noch nackig ein Konzert da und da und dafür könnt ihr mir noch mal 1.000 mehr bezahlen und dann mache ich das ist für mich manchmal so, wenn ich das so durchlese, was manche anbieten, ist so fast so ein bisschen Sellout-mäßig. Also das ist so wirklich, ich verkaufe alles und dann habe ich noch einen alten Bus, den verkaufe ich auch noch und dann denke ich so, hättest du einfach über eBay gemacht, dann wäre es auch okay gewesen, hättest vielleicht sogar mehr gekriegt. Deswegen ist für mich Crowdfunding so ein bisschen, ich bin da einfach zwiegespalten. Ich habe es schon mal überlegt zu machen mit Künstlern, aber die haben dann immer gesagt, weiß nicht, also tut sich jeder schwer. Es mag Leute geben, wo es funktioniert. Und wenn ich jetzt eine Uhr habe, wo dann irgendwie die Facebook-Nachricht da drauf dingst, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand sagt, wow, geil, da investiere ich. Und die kaufe ich mir schon und dann kann der es besser herstellen. Aber so haben wir es bei Merchandise auch gemacht, bei Künstlern. Wenn wir kein Ding haben, sagen wir, hey, wenn mehr als so und so viel bei uns im Shop bestellen, wir haben halt 4 Wochen Lieferzeit, dann produzieren wir es einfach. Also deswegen finde ich so einerseits den Begriff nicht so wahnsinnig neu, weil das Musiker schon eh immer machen. Und auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie nicht so spannend. Ich weiß auch, deswegen wollte ich eigentlich nichts dazu sagen. Scheiße. Zu spät. Welches Festival macht ihr, hat er gefragt, glaube ich, ne? Ja, das nennt sich Sound of the Forest. Noch jemand anders? Eine Frage? Okay, keine Fragen. Ganz hinten. Du musst nicht. Das Kabel ist zu kurz. Schwierig. Hallo. Dieser Gedanke Label als Dienstleister, ist das überhaupt neu? Also was soll da neu sein? Waren die Labels das nicht schon immer? Wie gesagt, ich glaube, ich hatte das schon mal, also ich habe mich nie als Dienstleister gesehen und sehe mich auch nach wie vor nicht als Dienstleister. Also nur, weil ich ein Label mache. Und weil ich finde, das ist eine Arbeit, also zumindest bei mir ist es so eine Arbeit, wie sagt man so schön, auf Augenhöhe mit den Künstlern irgendwie, man arbeitet zusammen, man versucht irgendwie das Beste irgendwie zu erzielen, was für das jeweilige Projekt irgendwie möglich ist und das mache ich mit den Künstlern zusammen. Ich arbeite auch, also wir haben 50-50 Deals, es wird alles geteilt, was reinkommt, es wird alles, was rausgeht und da gibt es irgendwie nichts, was irgendwie verheimlicht wird, irgendwie es gibt eine Transparenz, denke ich, und ich weiß nicht, ich sehe das, glaube ich, irgendwie anders. Vielleicht aber auch, weil ich ein Label angefangen habe, auch nie aus irgendwelchen wirtschaftlichen Marketinginteressen irgendwas zu promoten. Also es war halt einfach aus einem Fantun selber heraus das Label gemacht. Und ja, und also ich sehe mich da weniger, also ich jetzt persönlich sehe mich da eigentlich überhaupt nicht als Dienstleister, würde ich mal sagen. Also ich... Nein, also Labels waren in früheren Zeiten keine Dienstleister. Sie haben Vorschüsse gegeben dem Künstler, dann aber auch gesagt, was sie haben wollen und wie das Cover auszusehen hat, wie man im Rundfunk auftritt und ganz aktiv natürlich, eigentlich sie haben die Rechte erworben. Künstler haben ihre Rechte verkauft. Also es gibt unterschiedliche Verträge, aber das war mal so und das hat sich grundsätzlich geändert. Danach kam der Bandübernahmevertrag. Da hat man seine Rechte nicht mehr ganz verkauft, sondern weggegeben für eine spezielle Auswertungszeit, die aber auch relativ lang war. Und der Punkt war, das Produkt konnte tatsächlich von dem Geldgeber, der es eingekauft hat, auch mitbestimmt werden. Da haben sich Labels natürlich unterschiedlich aufgestellt. Und Dienstleister, das ist so eine provokante, ein bisschen spitze These, Dienstleister soll nur bedeuten, dass man sein Know-how, seine Strukturen und so weiter zur Verfügung stellt, um gemeinschaftlich was zu entwickeln und den Künstlern nicht die Rechte abnimmt, sondern sie ihm überlässt. Denn im Major-Label-Business geht es ja heutzutage weiter, weil man nicht nur sämtliche Rechte abgibt und dann selber an seinem eigenen Produkt ein wenig beteiligt ist. Nein,
gerade in dem Ich starte durch Bereich gebe ich auch noch Overrides ab an Gala-Auftritten, an Konzerten, am Merchandise, weil das Label sich hinstellt und sagt, ich habe euch geschaffen. Das ist ja mein Investment, das jetzt dazu führt, dass ihr touren könnt, etc. pp. Und die Dienstleistung, die wir hier erwähnt haben, ist sozusagen die Umkehrung, dass man als Label eben nicht mehr der Chef ist, der sagt, ich habe hier alles gemacht und kriege von allem was ab, sondern ganz im Gegenteil, dass der Künstler der Chef ist. Und dass man natürlich gemeinschaftlich eine Finanzierung stemmen muss. In so einem Falle muss ein Label, was dann wesentlich weniger Verdienstmöglichkeiten hat, also wenn ich 80% bei mir behalte, plus ein Override on Live, plus Merchandise, dann bin ich ja schon gut bedient, wenn ein Künstler von mir Gold geht. Ist mein Jahr gelaufen. So. Und das haben wir total umgekehrt. Also der Chef ist bei uns der Künstler, weil wir haben Gold und Platin jetzt und müssen trotzdem immer noch arbeiten. Aber wenn ich jetzt dann so richtig verstanden habe, ist bei dir auch der Künstler der Chef. Ja. Weil bei uns ist es auch so, bei uns ist der Künstler hier und das Label ist quasi so eher das Fundament, was hilft und macht, aber der Künstler ist vorne, der sollte schon wissen, auch was er macht, um zu stimmen. Bei mir genauso. Und das, was du ja meintest, irgendwie, klar, das Label wird obsolet, nur ganz kurz, das sieht man ja auch bei Künstlern, die sehr, sehr erfolgreich sind, also beispielsweise Mode Selector jetzt aus dem elektronischen Bereich oder Paul Kalkbrenner, die haben sich alle von ihren Labels getrennt, die haben gesagt, tschüss, irgendwie, wir machen das jetzt selber. Ne? Deswegen kannst du da als Label auch gar nicht mehr hinkommen und sagen, irgendwie den Dicken machen oder so, weil wenn der Künstler das irgendwie alles mittlerweile selber managen kann, sich seinen eigenen Stab aufbauen kann. Und den Kontakt zu seinen eigenen Fans selbst genau, hat. Genau, dann ist natürlich das Label, ne? Label fast schwer in Stand. Gut so. Ja, ich glaube, dass die Künstler, und das passiert ja auch glücklicherweise, die müssen sich halt überlegen, was sie wirklich wollen. Und wenn sich da jemand hinstellt und sagt, ich will eigentlich nur den ganzen Tag Gitarre spielen, aber ich möchte auch gerne das in die Welt tragen, dann braucht er irgendjemanden, der ihm hilft, zu sagen, okay, du musst nicht lernen, wie man eine CD presst und welche Auflösung deine Grafik haben muss und was der Unterschied zwischen WAV und MP3 ist und so und wie man Radiopromo macht. Aber genau, ich glaube auch, da dieser Wandel findet ja statt, weil die Künstler mitbekommen, erstens ist es alles viel mehr kommuniziert, was die bösen Labels alle machen und dann gibt es halt die guten Labels und wenn der Künstler eher weiß, was er will und sich nicht nur hinstellt und sagt, weiß ich auch nicht, mach mich mal berühmt, dann glaube ich, sind das gute Voraussetzungen. Okay, dann machen wir jetzt eine kleine Schlussrunde. Du wolltest... Das Music Board hat das Förderprogramm, das heißt Sprungbrett. Und dann gibt es natürlich noch die Initiative Musik. Das sind die beiden Berliner Dinger, die mir einfallen. Ja. Nee. Ja, aber in Berlin gibt es diese zwei. Die hast du richtig identifiziert. Okay, dann machen wir jetzt eine Schlussrunde, weil wir sind irgendwie fast durch. Lassen wir die Marken weg und fragen dich nach deiner ganz persönlichen Labelvision. Irgendwie, wo stehst du mit deinem Label in 5 Jahren? Oh, in 5 Jahren habe ich auch mal einen Longplay gemacht. Habe ich irgendwie, da ist ein Ding so durch die Decke gegangen, dass ich sage, jetzt mal eine Platte, eine große. Okay, Fritz? In 5 Jahren hoffe ich, dass wir mit den Künstlern, mit denen wir zusammenarbeiten, weiter zusammenarbeiten und dass wir... für die einen guten Job machen nach wie vor und dass wir vielleicht den einen oder anderen neuen geilen Künstler finden und das veröffentlichen dürfen und sich vor allen Dingen Leute daran erfreuen, dass es Musik gibt. Und du gehst weiter 3-mal pro Jahr pleite und kommst jedes Mal wieder aber schwarz raus. Das wird schon irgendwie. Also alles wird gut. Ich sage immer, ob Oldschool, Newschool, scheißegal. Hauptsache, es geht irgendwie weiter. Okay, Petra, du hast dann Element of Crime wieder. Ja, ich wundere mich, warum die noch nicht vorbeigekommen sind. Also in 5 Jahren denke ich, dass wir mit den Künstlern, mit denen wir heute arbeiten, auch weiterarbeiten werden und dass im Rent-to-Record-Company-Bereich einiges dazugekommen sein wird und dass man vielleicht aufhören kann, so viele nervige Zusatzaufgaben zu machen, die man nur tut, um seine Crew zu finanzieren. Und Thorsten? Ich kann mich da den Kollegen nur anschließen, denke ich. Und vielleicht, das in 5 Jahren erhoffe ich mir vielleicht noch... dass ich dann vielleicht in der Lage sein werde, auch die Schallplatten, CDs, die ich
hoffentlich bis dahin weiterhin von tollen Künstlern produziere, auch mehr im Eigenvertrieb an den Mann bringen kann, dass ich vielleicht auf diesen Zwischenschritt Vertrieb über die Zeit vielleicht mehr und mehr verzichten kann, dass es nicht mehr notwendig ist, dass ich keine Retouren mehr kriege zum Beispiel. Und ich will keine Retouren mehr kriegen. Und das ist in 5 Jahren, ich will keine Retouren mehr. Also ich finde, das ist ein super Schlusswort, keine Retouren mehr in 5 Jahren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke an euch. Tschüss.